Vor kurzem haben wir euch die Stahlgüllefässer genauer vorgestellt, konkret das Modell UltraCis 1550. Diesmal stellen wir euch das Modell PolyCis 1800 vor, das bei Farmtech seit 2018 hergestellt wird. Allein der Name lässt vermuten, dass der grundlegende Unterschied zwischen UltraCis und PolyCis im Material liegt, das zur Herstellung des Güllefasses verwendet wird. Das PolyCis-Fass besteht aus einem starken und speziellen glasfaserverstärkenden Kunststoff. Die Vorteile dabei sind eine höhere Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit und vor allem eine geringere Gesamtmasse. Vergleicht man das Gewicht eines Stahl- und Polyesterfasses bei gleichem Volumen, ist das Polyesterfass bis zu 15% leichter. In der Polyester-Ausführung bieten wir PolyCis-Modelle in einachsiger oder Tandem-Ausführung mit Kapazitäten von 11.000 bis 20.000 Litern an. Das PolyCis 1800 ist mit einem Fasskörper mit dem Volumen von 18 Kubikmetern ausgestattet. Die Mindeststärke der Fasswände beträgt 8 mm. Im Inneren befinden sich drei Trennwände, die dafür sorgen, dass die Flüssigkeit beim Fahren und Bremsen nicht in Bewegung gerät. Das Güllefass enthält außerdem folgende Ausrüstung. Die serienmäßige Excenta-Schneckenpumpe der Marke Wangen sorgt für maximale Betriebssicherheit und hohe Leistung. Eine schnelle Befüllung mit einer Fördermenge von 6 Kubikmetern pro Minute füllt das Fass in 4 Minuten, wenn zum Beispiel aus 2 Metern Tiefe gepumpt wird. Ein zusätzlicher Sauganschluss mit Fremdkörperabschneider sorgt dafür, dass die Pumpe noch länger und fehlerfrei laufen wird. Um Bodendruck und Fahrwiderstand zu reduzieren, ist das Fass mit großen und breiten Reifen der Dimensionen 5760R305 ausgestattet. Eine höhenverstellbare Deichsel mit optionaler Dämpfung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und Fahrkomfort. Dieses PolyCis 1800 verfügt über eine elektrohydraulische Profisteuerung aller Arbeitsfunktionen mit einem kompakten Display, intuitiven Tasten, die eine einfache Steuerung während der Arbeit ermöglichen und eine elektronische Befüllautomatik. Das Terminal unterstützt auch die Load-Sensing-Technologie. Was bedeutet Profisteuerung überhaupt? Die Funktion erleichtert euch die Arbeit und sorgt für eine größere Sicherheit der Pumpe. Bei der Befüllung sorgt die Steuerung dafür, dass das Fass nicht überfüllt wird und keine Gülle durch den Sicherheitsschlauch abfließt. Beim Entleeren warnt die Steuerung mit Signalleuchte, dass die Zapfwelle abgeschaltet und ein Trockenlauf der Pumpe verhindert werden muss. Die Profisteuerung erleichtert auch die Bedienung des Fasses, da alle Arbeitsfunktionen mithilfe eines Bedienpuls aus der Traktorkabine bedient werden können. Das PolyCis 1800 ist standardmäßig mit Sauganschlüssen mit einem Durchmesser von 8 Zoll ausgestattet, die die Turbulenzen im Gülledurchfluss reduzieren und der Leistung der Pumpe entsprechen. Aufgrund des Gewichtes des Schlauchs ist das Fass mit einem Schlauchablagebügel im unteren Teil des Gestells ausgestattet. So ist die Lagerung bzw. das Ablegen des Schlauchs einfacher. Neben einer breiten Palette an Standardausrüstungen bieten euch die PolyCis Güllefässer viele weitere Optionen an Zubehör und individuellen Lösungen, die eine hohe Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ermöglichen, sowie für maximale Flexibilität und Produktivität in der modernen Gülleausbringung sorgen. Bei Farmtech streben wir danach, die Menschen für einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Natur zu sensibilisieren und den Übergang zu umweltfreundlichen Lösungen zu fördern. Deshalb bieten wir innovative und anwenderfreundliche Systeme für bodennahe Gülleausbringung an. Wahlweise mit Schleppschlauch oder Schleppschuhverteiler, die für eine optimale und gleichmäßige Gülleausbringung sorgen, Ammoniakverluste verhindern und gleichzeitig Emissionen reduzieren. Zur Verfügung stehen im Moment Arbeitsbreiten von 12 bis 18 Metern. Dies sind die Systeme der Zukunft, die auch zukünftig weiter gefördert werden. Denn nach der Emissionsminderungsrichtlinie wird ab 2022 in mehreren EU-Mitgliedstaaten der Einsatz von Güllefässern mit Prallverteilern nicht mehr erlaubt sein.